Ich betone des Motor. Zum Nachmittag sollen in Böhn noch eine Arbeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Jungs arbeiten alle wirklich fleißig. So, direkt. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr wollt sehen, wie unsere Meilenstein ins Wasser kommt und was wir für Vorbereitungen treffen. Dann bleibt gerne dran. Aber erstmal geht's für uns jetzt ab ins Baus, noch ein paar Sachen holen. Und für euch geht es wie gewohnt ab ins Intro. Leute, wir sind am Boot angekommen. Wir nehmen Sack und Pack mit. Wir haben jetzt nochmal zwei Rollen geholt im Bauhaus, weil wir noch den Rest an die Vorlegungen raufstreichen müssen. Kugelfender kommen wieder mit Seekarten und das wichtigste Essen. Und los geht's. Die Fender sind ausgebracht. Dave holt gerade noch das Kabel rein, dann fetten wir gleich unser Propeller mit Stevenrohrfett. Und da hinten kommt ein Boot rein. Wie eben schon angesprochen, kommt jetzt das Stevenrohrfett drauf. Ich mache es jetzt ohne Handschuhe. Ich werde sehen, ob es ein Fehler war, aber wir haben leider keine mehr an Bord. Auch wenn Papa immer sagt, man muss immer Handschuhe an Bord haben. Aber los geht's. Ich hab's noch nie gemacht, Leute. Einschmieren, schön einmassieren, ein bisschen Druck. So dass es der Schraube nicht weht, so dass es angenehm ist. Wie eine entspannte Massage. Aber ist ja wie Vaseline eigentlich, kann ich so schädlich für die Hände sein. Werde ich morgen sehen, ob ich irgendeinen Ausschlag habe. Angenehm schrauben. Ja. Ist so meine Arbeit. Beauty Time am Boot. Soll ich sagen, schönen Finger dürfen nämlich nicht dreckig werden. Meine Frage an euch. Ganz viele Segler haben so witzige Figuren an dem Steuerrad, damit sie wissen, wann das Ruder gerade ist. Wo findet man die? Oder bastelt ihr euch die alle irgendwie selber? Wenn ja, wir haben Interesse und möchten auch gerne eine haben. So, Massage beendet. So, bevor wir jetzt gleich ins Wasser kommen, müssen wir noch unseren Seewasserfilter mit Wasser befüllen, also zwischen dem Borddurchlass und alles, damit das Motor nachher keine Luft saugt. Des Motor. Ich betone des Motor. Dazu kletter ich mal hier rein. Ah, zum Glück ist der Motor so bequem. Seeventil ist schon zu. Was hast du da jetzt rausgeholt? Das ist der Deckel. Der Filter. Der gewechselt wird? Der wird noch gewechselt, ja. Bisschen Water. Aus der guten Havel. Glück, 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 Glück. Jetzt führt sich natürlich so ein bisschen der Schlauch erstmal. Ein bisschen rein.
Was ist das? So. Dies passt. Fertig? Sehr schön, fertig. Das war's schon. Mehr ist nicht. Wir haben alle Vorbereitungen abgeschlossen. Also wir sind slipbereit. Allerdings macht das Wetter heute nicht ganz so mit. Es ist etwas windig. Manchmal in Böen, teils eine 7 haben wir gesehen. Zum Nachmittag sollen in Böen noch eine 8. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Jungs arbeiten alle wirklich fleißig. Die wollen hier durchziehen. Lass uns mal überraschen. So wild gepiept hat. Aufgeregt? Ja. Wie viel hat der eigentlich? 3. So, fängt direkt der Chef. Der Fender dazwischen. Und der muss mal rufen und kicken, ob alle fix ist. Ich weiß nicht, wer es hier macht, aber... Hä? Ja. Was ist jetzt der Plan? Kannst du ja lenken.
Das ist das blaue Schiff daran, denke ich. Ja, den Stahlkran. Na klar. Wir sind im Wasser, wir liegen gerade jetzt dort, noch hinter einem anderen, aber wir können gleich wieder zurück an das Hausboot und jetzt schauen wir noch ein bisschen was im Boot rein. Das ist ja Banane. Was machen wir jetzt gerade hier? Das Ventil auf, dass wir den Motor starten können und gucken können, ob alles läuft, alles dicht ist. Sehr schön. Wo machst du an? So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind im Wasser mit unserem Meilenstein. Ja, wir liegen jetzt hier im Paket bei einem anderen dran, weil noch ein paar Arbeiten gemacht werden müssen. Und dann geht's, wenn das Video online kommt, sechs Tage später los. Noch nicht unterwegs, nein. Nee. Genau. Willst du noch was sagen? Nee, war wirklich ein bescheidenes Wetter. Ja, aber also, nur zum Schluss fing es echt an zu regnen. Kommen wir im Wasser, hat es nur noch geregnet und das war gar nicht schön. Wir haben jetzt nochmal alle Seeventile gecheckt, ob die alle dicht sind, die ganzen Borddurchlässe. Wir haben den Motor nochmal eine halbe Stunde laufen lassen. Jetzt sind wir fertig für heute. Läuft alles. War ein bisschen kurz heute, hat sich auch hier alles sehr schnell überschlagen. Wir hoffen, ihr habt trotzdem ein bisschen was mal sehen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Abonnieren, gefällt mir und dann... Genau, ab nächste Woche geht die Überfahrt los, begleitet uns dabei gerne daher, lasst ein Abo da. Und verpasst bei uns nichts auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns bis dahin. Ciao, ciao. Und Leute, nicht vergessen, seid dabei, wenn wir ablegen. Ciao.